Dann gab es im Wahlkampf 1972 eine Kampagne von 100 verschiedenen Anzeigen. Wir haben ausgerechnet, diese Gruppen, alles in der Regel anonym, also Postfachinitiativen sozusagen, die haben insgesamt rund 35 Millionen Mark ausgegeben. Das war mehr, als wir im ganzen Wahlkampf hatten. Und damit musste er sich ständig auseinandersetzen. Und er hatte, das war das Tolle, er hatte den Mut, darüber haben wir gesprochen und ihm das empfohlen, er hatte den Mut, das offen anzusprechen. Deshalb haben wir dann im Wahlkampf gefragt, Herr Barzel, was haben Sie versprochen für die Millionen, die Sie kriegen? Herr Barzel war der Gegenkandidat der CDU. Wir haben das offen aufgegriffen und 3 Tage vor der Wahl, am 15.11.1972, konnte Willy Brandt darauf hinweisen, dass in der damaligen heutigen Bild-Zeitung alleine 8 anonyme Anzeigen gegen SPD und Willy Brandt drin waren. Und wie beim guten Judo haben wir die Kraft der Gegenseite genutzt, sozusagen zum Schlag zurück. Und das ist fantastisch gelungen. Die Leute sind zur Wahl gegangen, weil sie nicht wollten, dass das große Geld wieder es schafft, auf die Macht zurückzugreifen. Nicht durch Wahlentscheidungen, sondern durch Propaganda und durch Einsatz von Millionen. Würden Sie sagen, dass die Öffentlichkeit damals eine andere war als heute? Ach, man könnte heute auch mutiger sein. Man müsste sie nur ansprechen. Man könnte doch heute sagen, dass wir mit einem Bankenrettungsschirm von 480 Milliarden belastet sind, hat etwas damit zu tun, dass die Finanzwirtschaft den totalen Einfluss hat. Das muss man ja nur artikulieren. Man kann doch nicht von den Menschen verlangen, dass sie diese Zusammenhänge durchschaut. Und das ist einer der Hauptvorwürfe, die ich heute auch in meine Partei, die SPD, mache, dass sie nicht mehr bereit ist, wirklich zu analysieren und zu beschreiben und den Menschen Informationen darüber zu geben, welche Machenschaften im Hintergrund gegen das Volk ablaufen. Bleiben wir nochmal beim Wahlkampf 72. Sie haben erzählt von dem extremen Gegenwind, aber Sie haben ja auch selber sich ordentlich Rückenwind verschafft. Also wenn man heute zurückblickt auf die Zeit, das war das beste Wahlergebnis, was die SPD je hatte. Im Gedächtnis ist noch so der Slogan Willi wählen. Haben Sie den auch erfunden? Das weiß ich nicht mehr. Das war ja nicht der einzige Slogan und andere waren wirklich entscheidender. Ich muss mal ein paar nennen. Ja? Wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen. Das war das Anfangsplakat. Und Reformen meinten damals Veränderungen zugunsten der Mehrheit, nicht zu Veränderungen zugunsten einer privilegierten Schicht. Das hat schon mal gesessen. Dann haben wir Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Damit sind wir weit eingebrochen ins konservative Lager. Und dann gab es diese große Bewegung unter Leuten und das war das Entscheidende. Wir haben damals eine Gegenöffentlichkeit aufgebaut. Wir haben sozusagen die politische Entscheidung unabhängig gemacht von Medienkampagnen. Es gab eine Riesenkampagne der Springerpresse. Henry Nannen, damals Chefredakteur des Stern, hat nach der Wahl, 5 Tage nach der Wahl, in einem großen Kommentar darauf hingewiesen, dass diese Wahl auch bewiesen hat, dass Springer mit Bild-Zeitung und so weiter nicht die Bundesrepublik beherrscht, sondern dass die Menschen sich durchgesetzt haben. Und das war entscheidend. Das hat auch die Frau Nelle Neumann, die Chefin von Allensbach-Institut, hinterher festgestellt, dass das Entscheidende war, dass Menschen es gewagt haben, über ihre politische Einstellung mit anderen zu sprechen. Da gibt es das sogenannte Zugabteilexperiment. Also man fragt die Leute, was glauben Sie, sitzen 2 im Zugabteil zusammen oder mehrere und es fängt einer an, über Politik zu reden. Zu welcher Partei gehört der wohl? Und dann haben die meisten damals gesagt, zur SPD. Und damit hat sie erfasst, dass es eine Stimmung gab, wo die Menschen den Mut hatten. Die haben sich ja Aufkleber aufs Auto geklebt. Die haben sich Plakate in die Fenster gehängt. Sie haben Buttons getragen. Im normalen Alltag, in der Straßenbahn, in den Fußgängerzonen, überall gab es dieses klare Bekenntnis. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass wir dann auch das höchste Ergebnis bei der Wahlbeteiligung mit 91,1% erreicht haben. Das war die entscheidende Sache, nämlich diese Bewegung von so vielen Menschen. Nicht alleine die Ostpolitik, nicht alleine die Person Willy Brandt, sondern diese so weitgehende Politisierung, eigentlich eine tolle Sache. Was ist in Deutschland passiert, als Willy Brandt Kanzler wurde? Seine Kanzlerschaft ist ja eine ganz besondere Ära. Also wenn man ihnen zuhört, dann bekommt man davon schon ein Bild. Das klingt eigentlich wie eine
Zeit, die nicht mehr wiederkommt. Es sind utopische Elemente drin, also die ideale Demokratie. Er hat ja auch gesagt in seiner ersten Rede, wir wollen mehr Demokratie wagen. Er war ein starker Charismatiker. Was hat er bedeutet für Deutschland? Ich denke, es ist wichtig zu beachten, dass das ein Mann war, der in seiner Kindheit erlebt hat, was Armut bedeutet und was Ausschluss der Arbeiterklasse aus der Gesellschaft bedeutete, und dass er deshalb das klare Ziel hatte, dass man versuchen muss, diese Menschen, die schuften und sonst nichts hatten früher in seiner Kindheit, dass die integriert werden in diese Gesellschaft und dass sie auch ihre Rechte haben, also nicht nur scheinintegriert, sondern ihre Rechte haben. Das war das eine. Zum anderen hat er Diktaturen erlebt und war deshalb ein überzeugter Demokrat. Und er hat auch den Weg gegangen von Glauben daran, dass man eine Revolution anzetteln könne und dass das erfolgreich wäre, hin zu Vorstellungen davon, dass eine parlamentarische Demokratie doch vernünftig ist und einem weiterhilft. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass das ein Mann war, der wirklich in die Politik gegangen ist, um die Verhältnisse zu verbessern und nicht um Karriere zu machen. Er wusste, dass man auch Karriere machen muss, um die Verhältnisse verbessern zu können, aber dieses kleine Element, die Dinge verbessern wollen, und zwar sie solidarischer machen, das ist meines Erachtens sehr entscheidend. Und wir haben ja viele mit anderen auch, anderen Spitzenpolitikern, viele Strategiegespräche geführt. Und es gab dann in diesen Strategiegesprächen, vor allem im rechten Teil der SPD, so die Grundüberzeugung, die Leute wollen, dass es im Geldbeutel oder auf dem Konto stimmt. Und ich habe immer dafür geworben, Mensch, unterschätzt die Leute nicht. Die Leute wollen auch, dass es anderen besser geht. Also wir nannten das immer die solidarische oder die altruistische Komponente. Menschen sind bereit, sich auch um andere zu kümmern. Und man kann den Unterschied vielleicht am deutlichsten darin machen, dass man eben sagt, da ist einmal diese eine Konzeption, die sagt, es muss wirtschaftlich stimmen, dann ist auch alles erledigt. Oder die andere, die sichtbar wurde an der Rede, die Willy Brandt am 12. Oktober 1972 in Dortmund hielt, Wahlkampf-Eröffnungsrede, wo er darum warb, dass die Menschen auch Mitgefühl und Mitleiden für andere empfinden und das auch leben. Das muss man sich mal vorstellen. Das würde normalerweise ein Politiker gar nicht machen. Der denkt immer nur an Wirtschaftskompetenz und so weiter und so fort. Aber jetzt mal klar zu sagen, wir können nur gut zusammenleben, wenn wir auch gut miteinander auskommen. Das war dann in dieser Regierungserklärung 1969 schon angelegt, als er sagte, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, nach außen und im Innern, also auch im Innern. Und nach außen auch. Und da sehen Sie auch den Unterschied. Willy Brandt hätte nie so andere Völker wie die Griechen zum Beispiel oder die Südländer insgesamt beschimpft, wie das bei uns nicht nur von der Bild-Zeitung gemacht worden jetzt ist bei der Krise mit Griechenland, sondern auch von der Politik doch so gemacht worden ist. Nie im Leben. Wir wollen ein Volk der guten Nachbar sein. Und ich möchte mal daran erinnern, dass wir alle davon profitiert haben. Wir haben als Touristen davon profitiert, dass wir einen Bundeskanzler hatten, der hoch angesehen war und sogar gemocht wurde von anderen Völkern. Wir haben als deutsche Wirtschaft davon profitiert, dass er begonnen hat, die Schranken abzubauen zum Osten hin und dass deutsche Produkte auch wirklich, das ist ja eine Kombination immer, wenn ein Land gut angesehen ist, ein Volk gut angesehen ist, weil der Chef gut angesehen ist und gemocht wird, dann ist es auch leichter für alle anderen mit anderen Völkern zurechtzukommen. Das war ein wahnsinniger Vorteil für uns alle. Und das hatte etwas mit der Person zu tun und diesem Verständnis, dass man auch mit anderen Völkern freundlich, freundschaftlich umgehen muss. Wenn Sie das so schildern von dieser Wahlkampfrede, Sie haben das auch in einem Artikel mit dem englischen Ausdruck Compassion, glaube ich, geschildert, das, was Willy Brandt. Ja, ich habe den jetzt absichtlich nicht gebraucht, weil ich nicht so viel von englischen Begriffen halte. Willy Brandt hat den gebraucht, weil es dieser Begriff Compassion etwas mehr umfasst und im Deutschen schwer zu fassen ist. Ich habe es jetzt umschrieben mit Mitfühlen, Mitleiden, Mitempfinden, Mitsorgen für andere. Das alles schwingt in diesem Begriff Compassion mit. Ja, und wenn man sich eben die heutige Zeit
vor Augen hält, dann gehört eigentlich so eine Rede oder so ein Begriff in einen fast religiösen Kontext. Also man kann sich so eine Rede heute eher auf einem Kirchentag vorstellen als auf einem Parteitag. War Willy Brandt so eine Art, ich übertreibe vielleicht, aber ich stelle die Frage trotzdem, so eine Art ziviler Messias? Ja, das ist wirklich übertrieben. Der hatte nur die Einsicht, dass eine Gesellschaft auf Egoismus schlecht aufgebaut werden kann. Und das ist der Spannungsbogen. Hier Compassion, also Mitleiden, Mitsorgen für andere, Solidarität und dort auf der anderen Seite Egoismus oder die neoliberale Formel, jeder ist seines Glückes Schmied. Wer das behauptet, jeder ist seines Glückes Schmied, das ist ja auch ein dummer Kerl, weil es so nicht ist, weil ganz viele Menschen ihr Glück gar nicht schmieden können, weil ihre Verhältnisse so sind, dass sie nicht können, weil sie krank sind oder ja, einfach weil sie nicht das Vermögen haben, um das zu machen. Und deshalb ist es eine realistische Einschätzung, nicht nur eine religiöse, eine realistische Einschätzung, dass eine Gesellschaft nur gut gebaut werden kann, wenn zwar jeder für sich sorgt und auch ein gewisses Eigeninteresse einbringt, aber gleich erkennt, dass er auf andere angewiesen ist. Und deshalb das zweite Element einer guten gesellschaftlichen Entwicklung, nämlich Solidarität, dazugehören muss. Und diesen Spannungsbogen muss man aushalten. Also einerseits Eigeninteresse, andererseits Solidarität und das beides kombinieren. Und da war Willy Brandt einfach einzig in dieser Kombination. Wie haben Sie denn die Zusammenarbeit mit ihm persönlich, die war ja sehr eng, erlebt? Wie war er so im Umgang? Wie hat er zum Beispiel auch die Prügel weggesteckt, die er einstecken musste von Parteikollegen? Sie haben ja vorhin das Beispiel Herbert Wehner genannt. Also ich schilder mal einfach die Szene im Sommer 1972, die ich da erlebt habe und wo ich manches, was heute geschrieben wird, über angebliche Depressionen überhaupt nicht kapieren kann. Ich kapiere es, dass er hätte Depressionen haben können, aber ich habe es nicht erfahren, dass er welche hat. Also da war es so, das gab das Misstrauensvotum, das Gott sei Dank glücklich ausging für ihn und es gab ein riesiges Hoch in Deutschland in der Stimmung. Die Leute saßen vorm Fernseher, die Arbeit wurde unterbrochen an diesem 27. April 1972. Und dann aber am nächsten Tag scheiterte gleich der Haushalt, weil das nicht durchkam in der offenen Abstimmung. Und dann ging Schlag auf Schlag. Dann hat Karl Schiller, der war Superminister, von dem ich schon 1969, 70 ahnte, dass er weggehen wird, weil er in den Händen von sehr konservativen Leuten war. Also Karl Schiller hat dann einen Schnellbrief, so hieß das, rumgeschickt, wo er die wirtschaftliche und finanzpolitische Lage total dramatisierte. Und wir sahen ja schon, dass das Hauptthema der Union, der CDU und CSU sein wird, nämlich Inflation und so weiter und dergleichen mehr. Und in dieses Horn hat jetzt auch der eigene Wirtschafts- und Finanzminister getönt mit einem solchen Schnellbrief. Und da haben wir angefangen, dann Wahlkampf zu machen in der gleichen Phase. Und dann hat Karl Schiller Willy Brandt am 2. Juli den Rücktrittsbrief geschrieben und am 7. Juli ist er zurückgetreten. Und am 8. Juli habe ich mit ihm in seinem Haus auf dem Venusberg den ganzen Wahlkampf auf der Basis eines Drehbuchs, wie wir das nannten, durchgesprochen. Also die einzelnen Kampagnen, die Hauptbotschaften, die Strategie und alles Mögliche. Da müssen Sie sich mal vorstellen, da hatte er gerade diesen Rücktrittsbrief gekriegt und den Rücktritt noch serviert bekommen und er musste mit Helmut Schmidt verhandeln über dessen Einstieg als Superminister und diese Verhandlung war überhaupt nicht angenehm für ihn. Und dann einen Tag später spricht er mit seinem Mitarbeiter die gesamte Kampagne durch. Und da merkt man doch, ob einer deprimiert ist oder was auch immer. Der wusste ganz genau, dass es kritisch ist, aber kämpfte. Und dieses Gespräch endete, am Schluss habe ich ihn gefragt, haben Sie denn etwas gehört von den anderen, von Ihren Stellvertretern, also Heinz Kühn, Herbert Wehner, Helmut Schmidt? Und dann sagte er, nein, und darauf brauchen Sie auch nicht zu warten, denn die wollen nicht gewinnen. Das heißt, er wusste ganz genau, dass die engere Führung um ihn gar nicht gewinnen will, weil sie nämlich bei dieser Wahl die Chance sahen, ihn abzuservieren.